Silvia, willkommen im Klassenkampfsport. Hallo. Silvia ist bei der Initiative Gesundheit statt Profite und wir wollen diese Initiative mal ein bisschen vorstellen. Wir haben ja in unserem Podcast schon mal über die Probleme von Privatisierung und auch Kommodifizierung, also nicht nur im privaten, das Gesundheitswesen gesprochen und wurden aufmerksam gemacht auf dieses Bündnis eben Gesundheit statt Profite. Und bei dem bist du ja maßgeblich beteiligt und da wollte ich dich einfach fragen, wer seid ihr und wie lange gibt es euch denn schon? Also das Bündnis gibt es seit 2013, hieß da Berlinerinnen und Berliner für mehr Personal im Krankenhaus und ist ins Leben gerufen worden als Unterstützung für den Kampf für mehr Personal an der Berliner Charité. Und 2015 wurde das dann dort ganz akut. Und zwar war es ihnen das erste Mal gelungen, auch innerhalb der Gewerkschaft, innerhalb von Verdi durchzusetzen, dass jetzt nicht nur für mehr Gehalt, sondern für die Arbeitsbedingungen in den Tarifkampf geführt werden konnte. Und somit hat die Charité Geschichte geschrieben, 2015. Die haben nach, ich glaube, es waren 10 Tagen Streik, einen Tarifvertrag Gesundheitsschutz nannte der sich da. Er streikt, er kämpft für bessere Arbeitsbedingungen im Krankenhaus. Und ich glaube, das war ja, und das Bündnis hat sich als Unterstützungsbündnis gegründet, weil es ist echt aufwendig, im Krankenhaus zu streiken, wie man sich vorstellen kann. Die haben auch eine neue Streikform entwickelt dort, wo sie in der Notdienstvereinbarung vereinbart haben, dass sie also in Industrieunternehmen macht man das so, dass man einfach, ne, morgens sagt, hier, wir bleiben draußen Genau, im und blockieren Krankenhaus. vielleicht noch den Eingang. Genau, im Krankenhaus kündigt man das vorher an. Und die haben das dann so gemacht, dass sie zum Beispiel 6 Tage vorher gesagt haben, hier auf den und den Stationen streiken wollen, sind alle streikbereit oder streiken alle ab dem Tag und sorgt dafür, dass keine Patienten dort sind, die gefährdet werden. Das heißt, also wenn die Betten leer sind, kann man auch keine Patienten gefährden. Und oder halt nur ein Teil des Teams streikt, dann werden halt müssen halt Betten freigehalten werden. Und das ist halt schon auch sehr aufwendig. Und das Bündnis hat sich dann gegründet und hat Unterstützungsarbeit geleistet, ganz viel Öffentlichkeitsarbeit. Das ist total wichtig, halt auch wie die. Also man braucht einfach auch eine positive Öffentlichkeit, weil wir wollen ja keine, wir machen das ja im Grunde für unsere Patienten und Patientinnen. Aber so die Geschäftsführung machen immer sehr gerne hier, der Streik gefährdet die Patienten. Und deswegen ist es ganz wichtig, eine Öffentlichkeit zu haben, wo man vor allen Dingen diese Nachricht drüber bringt, es ist nicht der Streik, der die Patienten gefährdet, das ist der Normalzustand. Wir arbeiten unter Bedingungen, die einfach patientengefährdend sind. Und das muss man halt in der Öffentlichkeit rausholen. Und dafür halt das Bündnis ganz wesentlich in der Unterstützung. Haben auch so, wenn man im Streik ist, muss man sich auch irgendwie beschäftigen. Und auch sowas wie Streikunis organisiert, wo man auch zum Beispiel über das Krankenhausfinanzierungssystem ganz viel gelehrt hat in der Zeit. Ja, solche Sachen. So war es ein Unterstützungsbündnis. Und dann ging es halt danach weiter und halt auch Aktionen in der Öffentlichkeit immer ganz viel auch gerade so eine Aufklärung über Krankenhausfinanzierung. Dann haben wir versucht, in den Berliner Krankenhausplan reinzukriegen, dass da auch sowas wie eine Personalbemessung reingeschrieben wird. Das ist zwar gelungen, aber halt so zahnloser Tiger ohne Konsequenz.
dann haben wir gedacht, naja, wenn sie das nicht bereit sind, das so zu ändern, dann versuchen wir es mal mit einem Gesetz und haben dann einen Volksentscheid ins Leben gerufen, natürlich Volksentscheid gesunde Krankenhäuser, wo wir einen Gesetzentwurf vorgelegt haben, wo in Berlin eine Personalbemessung als Qualitätskriterium ins Landeskrankenhausgesetz geschrieben wird und gleichzeitig auch die Investitionen erhöht werden. Das ist, sie haben auch die erste Stufe auch sehr erfolgreich geschafft, haben da über 50, also an die 50.000 Unterschriften für gesammelt. Und dann haben sie uns sehr lange mit juristischen, fadenscheinigen Argumenten da zappeln lassen. Und dann letztendlich, wir haben es dann nicht in die nächste Stufe geschafft, weil die es halt juristisch angezweifelt haben und abgelehnt haben. Und das Berliner Verfassungsgericht hat es dann eben auch abgelehnt, aus fadenscheinigen Gründen. Aber das sind halt so die Dinge, die wir dann gemacht haben. Direkte Demokratie ist nicht im Sinne des Systems. Ja, also das ist halt, wie gesagt, fadenscheinige, also ne, die haben halt gesagt, es gibt ein Bundesgesetz, was das abschließend regelt. Das ist dieses Personal zu regeln, Personaluntergrenzen. Das ist bei weitem keine abschließende Regelung von der Personalbemessung. Aber es war dann, ging es halt dann nicht weiter und die wollten es offensichtlich nicht auf dieser Ebene zu einer Regelung kommen lassen. Das Thema ist ja brandheiß. Also gut, seit ich denken kann, redet man immer davon, dass irgendwie der Gesundheitssektor verbessert werden muss, verbessert, verbessert, verbessert. Und während Corona ist ja auch offensichtlich geworden, dass wir ohne euch gar nicht können und dass es da auch, wie soll ich sagen, dass es nicht nur auf Kante genäht ist, sondern dass es da einfach schon Lücken gibt und die Menschenleben kosten können, also sowohl das Pflegepersonal oder Gesundheitspersonal wirklich verbrennt, bis hin zu Patienten, die zu Schaden kommen, weil gar nicht die Zeit da ist, um sich zu kümmern. Jetzt ist das natürlich ein frisches Thema. Ihr habt auch, und das fand ich eigentlich schon fast geschmacklos, ihr habt auch Applaus bekommen, was ich ein sehr, sehr müdes Zeichen der Bevölkerung fand. Allerdings ist jetzt in der Koalitionsverhandlung, geht es auch um die Gesundheit, mit dem Gummibegriff Modernisierungen. Jetzt ist tatsächlich die Frage, so was bedeutet für dich diese Diskussion? Was bedeutet für dich der Begriff Modernisierung und wie geht das mit euren Zielen überein? Also ich finde das Ganze echt scheinheilig, ja. Also und es geht hier auch nicht darum, das Gesundheitssystem, was hast du eben für einen Begriff benutzt, zu modernisieren. Modernisieren, das ist albern, ne? Also das einzige Ziel, was sie hier die ganze Zeit betreiben, ist, dass sie, also sie sagen immer, es müsste weniger Geld kosten, aber letztendlich sorgen sie dafür, dass sie Profite daraus ziehen können. A und O. Also es geht hier mitnichten um eine verbesserte Gesundheitsversorgung, sondern es geht darum, wie kann man am besten Geld mit Gesundheitsleistungen machen. Und das ist nicht auf die Krankenhäuser beschränkt, das gilt für das gesamte Gesundheitssystem hier in Deutschland und im Grunde weltweit. Es gibt eigentlich kaum ein Land, wo das nicht passiert. Und die Pandemie hat das immer richtig deutlich gemacht, dass das nicht funktioniert. Ja, dass wenn Gesundheitseinrichtungen auf Profit ausgerichtet sind, kann das nicht funktionieren. Es werden die wesentlichen Dinge werden nicht finanziert und werden eben nicht vorgehalten. Und Vorhaltung ist das, was man braucht, um für eine Pandemie vorbereitet zu sein. Kannst du den Begriff Vorhaltung noch kurz erklären? Also es fängt bei dem Material an. Ne? Es gab ja nicht ausreichend Schutzmaterial. Dafür bräuchte man ein Lager, wo man sowas einfach mal lagert und auch regelmäßig erneuert. Das kostet natürlich Geld und das Geld wird nicht refinanziert bis jetzt. Natürlich ändert sich das ja, aber das war halt das Schwierigste in dieser Pandemie. Aber man muss auch Personal vorhalten. Also ein gutes Beispiel dafür sind Kreissäle und Rettungsstellen. Ne? Kreissaal, man kann halt nur bedingt planen, wann so Kinder auf die Welt kommen. Ne? Aber es ist ja wichtig, dass man kann natürlich Kaiserschnitte planen, ne? Aber halt ne, den Rest lässt sich nun mal nicht so wirklich planen. Das heißt, man muss da zu jeder Zeit so viel Personal da haben, dass da die Frauen, die kommen, auch wirklich
betreut werden können. Und es kann natürlich passieren, dass in der Frühschicht kommen 2, in der Spätschicht kommen 4 und nachts kommen dann plötzlich 10. Kann passieren, ist halt immer nicht zu planen. Aber das heißt, man muss eigentlich immer Personal für 10 Frauen da haben. Ne? Und genauso ist es in der Rettungsstelle. Ne, klar gibt es da Leerzeiten oder vielleicht, aber es gibt eben auch Zeiten, wo halt ganz, ganz viele da sind. Und dass so die Personalpolitik inzwischen in den Krankenhäusern ist so, dass also es gibt sowas wie eine Arbeitsplatzmethode, ne, für eine Personalbemessung. Das heißt, pro Arbeitsplatz ist einfach pro Schicht jemand da. Aber diese Methode wird nicht mehr angewandt, weil sie sagen, ja, wenn jetzt aber an dem Arbeitsplatz eine halbe Stunde Leerlauf ist, dann haben wir ja Personal, was rumsitzt. Ja? Das ist ja ihre größte Sorge, dass Personal rumsitzen könnte. Mhm. Und das zieht sich einfach durch. Ne? Und so ist das Personal so auf so ein Minimum nur noch vorhanden, dass es halt in Zeiten von Pandemien oder überhaupt also in den Rettungsstellen herrscht schon grundsätzlicher Notstand. Ja? Wenn es gibt Wartezeiten in Rettungsstellen, das geht bis zu 8 Stunden. Ja. Mehr, 9. 9 Stunden habe ich gewartet mit einem gebrochenen Ellbogen. Die haben Fieber gemessen, glaube ich, haben mir eine Kopfschmerztablette gegeben, haben gefragt, ob mir schwindelig ist, habe ich verneint und dann saß ich da 9 Stunden. Und die Ärztin, die mich behandelt hat nach 9 Stunden, die hat die ganze Zeit geweint, weil sie so überarbeitet war. Dann dachte ich mir, Gott sei Dank ist nur mein Arm kaputt und nicht mein Kopf. Ja, ne? Also wir haben jetzt in der Berliner Krankenhausbewegung, die wir ja gerade gemacht haben, oder noch drin sind, viele Kolleginnen auch wirklich aus der Rettungsstelle organisiert und die geben die Berichte, die einfach da vorgebracht werden, es ist unmenschlich. Ja. Mhm. Und das liegt daran, dass halt die Finanzierung nicht stimmt. Ja, die kriegen für einen Patienten 25 Euro, egal was sie mit ihm machen. Ja. Mhm. Das muss man sich mal vorstellen. Es ist doch irreal. Das geht doch nicht. Ne? Und so das Bestreben ist, halt in den Krankenhäusern halt die Personalquote so niedrig wie möglich zu drücken. Das haben sie halt in den letzten 15 Jahren gemacht, seit Einführung dieser Krankenhausfinanzierung über Fallpauschalen. Und es geht halt nicht mehr darum, die Patienten gut zu versorgen, sondern es geht darum, Geld zu sparen, beziehungsweise das halt in andere Richtungen zu lenken. Ja. Mhm. Wo es einfach mal nicht hingehört. Das gehört in eine gute Gesundheitsversorgung. Es muss das Wesentliche sein, muss sein im Krankenhaus, im Gesundheitswesen, was braucht der Patient. Der muss im Mittelpunkt stehen und nicht, was kostet das. Ja. Oder was bringt mir dieser Patient, also welche Behandlung bringt mir am meisten Geld? Das kann doch nicht das Kriterium sein, ja, für eine Behandlung. Ja. Nö. Diese Profitorientierung macht schlichtweg, glaube ich, krank. Ich finde das auch immer wieder spannend, weil es gibt ja so manche Sachen, da ist zum Beispiel die Kassenbehandlung relativ ruppig. Ich weiß noch, Organverschluss im Bein oder sowas. Korrigiere mich, wenn ich da falsch liege. Das ist jetzt wirklich Hörensagen. Aber Organverschluss im Bein ist eigentlich quasi immer eine Amputation. Und als damals unser kettenrauchender Ex-Kanzler einen Organverschluss im Bein hatte, dann ging es plötzlich ohne Amputation. Soweit ich weiß, ist er mit 2 Beinen beerdigt worden. Und das lag halt daran, dass er genug Patte hatte, um sich eine private Behandlung finanzieren zu können. Ich finde, Kapitalismus macht an der Stelle wirklich krank, beziehungsweise noch kranker. Ja, genau. Das sind halt dann so, das ist halt auch, deswegen werden halt auch ganz viele geburtshilfliche Abteilungen und Kinderkliniken geschlossen, weil die kein Geld bringen. Ja? Also das führt dann halt dann wirklich in vielen Stellen zu einer Unterversorgung in einem Land, in so einem reichen Land, wie wir sind. Ja. Das ist schrecklich. Das kann dann doch nicht sein. Ja. Und das sind einfach so wichtige, ne, wichtige Abteilungen. Ja. Es kann doch nicht sein, dass wir hier dann zu einer
Geburtensterblichkeit kommen, ja, die höher ist als irgendwo anders. Also ich denke, das ist das Absurde. Wir bilden uns unglaublich was ein auf unsere Fortschritte, auf unsere Technik, auf unsere Wissenschaft und sowas. Und in Wirklichkeit hungern wir sie an allen Ecken und Enden aus. Ich hatte jetzt Genossinnen da, die waren aus zum Beispiel aus der Forschung, aus der akademischen Forschung, jetzt nicht unbedingt Gesundheitssektor, aber überall, alles, womit wir uns schmücken, wird abgebaut, es sei denn, es ist direkt profitbringend. Es sind irgendwelche besonderen Bereiche, die man vergolden kann. Ich finde das ziemlich zum Kotzen, ehrlich gesagt. Aber jetzt ist natürlich auch meine Frage an dich. Wir haben doch inzwischen, glaube ich, eine relativ große Öffentlichkeit, die merkt, dass in diesem System viele Dinge unrund laufen. Jetzt ist meine Frage an dich. Was können wir, also nicht jetzt in diesem Podcast, sondern auch unsere Zuschauer, machen, um euch dabei zu unterstützen? Wie kann eine echte Solidarität abseits von Beifall aussehen? Also ich glaube, ganz viel ist Information und auch wirklich auch Öffentlichkeit. Also ich hatte ja eben gesagt, wir reden in der Krankenhausbewegung, das wird wahrscheinlich jetzt den Rahmen sprengen, das alles zu erzählen, aber wir haben halt mit Berlin Charité und Vivantes jetzt erreicht, dass wir nach 35 Tagen Streik diese Tarifverträge Entlastung erkämpft haben und auch ganz aktuell auch für die Vivantes-Töchter auch zumindest in die Nähe von einer vernünftigen Bezahlung gekommen sind. Und das wirklich ganz Wichtige dabei war eben, dass ich eben schon gesagt habe, auch die Öffentlichkeit. Ne? Die Unterstützung, dass eine vernünftige Presse dabei rauskommt, aber auch wir haben dann an einem Punkt halt wirklich aufgerufen, Leute eben uns jetzt helfen. Und dann haben wir zum Beispiel, hat sich die Volksbühne hier in Berlin gemeldet und gesagt, klar, wir wollen euch unterstützen, was können wir für euch tun? Da haben wir dann eine Pressekonferenz gemacht, die hier auch eine gute Wirkung hat. Und wir haben dann in der gleichen Woche noch eine Demo organisiert mit so an die 5000 Menschen, was für eine Woche Vorbereitungszeit dann schon auch ziemlich viel ist. Könnte natürlich auch noch mehr sein. Also ich finde, das ist so ein Thema, was die Leute auch richtig auf die Straße treiben sollte. Ja? Weil das geht uns alle. Und wir machen das ja nicht, wir machen das nicht für uns. Natürlich, wir wollen vernünftig arbeiten können, wir wollen auch vernünftig Patienten versorgen können. Aber die davon profitieren, sind ja letztendlich Patienten und die gesamte Öffentlichkeit. Und wir haben es nicht so richtig geschafft, dass es tatsächlich auch ein Thema im Wahlkampf wurde. Dass die Leute davon abhängig machen, was die Parteien, die sie wählen, zu dem Thema sagen. Ne, das Thema ist irgendwie Klima, Thema ist Berlin Mieten zumindest. Ja, Berlin Mieten. Aber Thema Gesundheit ist nicht so richtig auf dem Schirm. Das merkt man ja auch daran, dass die jetzt sagen, wir wollen das modernisieren. Hallo, das ist Blödsinn, die müssen. Und dann wäre eine Pandemie so die gute Gelegenheit gewesen, endlich diese, einfach das zu finanzieren, was gebraucht wird. Ja? Und nicht, wie gesagt, was ich eben schon gesagt habe, wo sie halt am meisten Profit machen können. Die müssen das finanzieren, was einfach gebraucht wird, um die Gesundheit aufrechtzuerhalten. Das ist Teil der Daseinsvorsorge. Genauso wie die Mieten und Verkehr und alles Mögliche. Ja, das ist also das heißt, unterstützen ist ganz viel eigentlich so hier hinterfragen, was wird da eigentlich gemacht. Wir haben das ganz viel gemacht, dass wir Abgeordneten oder Kandidaten auf die Füße getreten sind und gesagt haben, hier Leute, was macht ihr denn dann für uns? Ja. Und da braucht man einfach eine ganz breite Unterstützung für. Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Gut, sehr gut. Ich hoffe, dass wir die hinbekommen. Ich danke dir schon mal für dieses Gespräch. Das war auch für mich waren einige Aspekte dabei, die mir so noch nicht ganz bewusst waren. Finde ich super. Und tatsächlich, ja, es sprengt den Rahmen. Deswegen lass uns doch einfach in Kontakt bleiben und wir quatschen mal ganz in Ruhe, vielleicht mal eine Stunde lang miteinander. Dann können wir richtig schön in die Tiefe gehen. Leute, wir brauchen eure Hilfe und zwar als allererstes, folgt uns bitte überall, wo ihr uns folgen könnt. Wir sind auf YouTube, auf Facebook, auf Twitter, wir sind jetzt mittlerweile auch auf Twitch. Gebt uns Instagram. Dort
Instagram sowieso, genau, gebt uns dort einen Follow, like dieses Video bitte, überhaupt jedes Video, das ihr euch anschaut, bitte liken, warum nicht, ist doch einfach nur ein Klick da, damit helft ihr uns ungemein. Wenn ihr uns abonniert auf YouTube, klickt auch die Glocke, dann werdet ihr immer informiert, wenn wir live gehen, dann könnt ihr dazukommen. Je mehr Leute live mit uns unterwegs sind, desto besser sind dann auch die Views und desto besser ist das für den Algorithmus. Wir haben außerdem ein Patreon-Konto. Genau, patreon.com/99:1. Wenn ihr so richtig dabei sein wollt, könnt ihr euch Membership-Level aussuchen. Wir haben drei verschiedene Stufen. Es gibt dann solche Sachen wie zum Beispiel diese neuen Nachspiel-Episoden, wo wir jetzt die erste gemacht haben. Und ihr habt auch Zugang zu unserer Discord-Community. Weiters haben wir einen paypal.me/99:1 Link, falls ihr denkt, naja, sind schon schnaffte Typen, aber mehr als einmal will ich nicht zahlen, dann könnt ihr uns da auch ein bisschen Geld schicken. Wir haben tatsächlich inzwischen relativ signifikante laufende Kosten, weil wir einen hohen Qualitätsanspruch haben. Insofern, wir sind wirklich auf eure Unterstützung angewiesen an der Stelle.